Um einen Lost Place, einen verlorenen Ort, geht es bei einem Kinofilm, der derzeit unter anderem im Pfälzerwald bei Pirmasens gedreht wird. Regisseur ist der aus Kaiserslautern stammende Thorsten Klein. Seine Story: 4 Jugendliche geraten beim Geocaching, einer Art Schatzsuche per GPS, in eine mysteriöse Welt. Gedreht wird der Thriller in 3D. Sie spielt zweifelsohne eine der Hauptrollen hier am Set. Die 70 Kilogramm schwere und nicht gerade handliche 3D-Kamera. Allein 4 Techniker sind nur dazu da, um das Hightech-Monster im Wert von 500.000 Euro zu bedienen. Es ginge bestimmt unkomplizierter und günstiger, aber die Macher von Lost Place haben sich ganz bewusst für die Dreidimensionalität entschieden. Was wir gerade viel aus Hollywood sehen, Action-Kino und so, das ist nachträglich auf 3D umgewandelt worden. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ein Regisseur kreativ damit umgehen, wenn er es gar nicht am Set sieht. Deswegen ist uns wichtig, dass wir real in 3D drehen, realen Monitoring in 3D haben und wirklich damit arbeiten und wirklich sehen, wie kann ich meine Figuren im Raum bewegen? Was bewirkt es, wenn ich jemanden nach vorne hole und er dadurch ganz plastisch wird? Was den Produzenten ins Schwärmen geraten lässt, bedeutet für die Schauspieler noch präziser arbeiten, wenig Improvisation und immer warten. Wir arbeiten sehr technisch, muss man dazu sagen. Und ja, wir gehen mit Thorsten die Szene durch, aber wir müssen uns auch einfach sehr nach Positionen richten. Und das ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite einfach eine komplett andere Arbeitsweise. So, es dauert einfach länger. Umso überraschender, dass die Stimmung nach einem Monat Dreh im Pfälzerwald immer noch so ausgelassen ist. Vielleicht liegt's an der schönen Gegend. Der Pfälzerwald ist schön. Und die Pfälzer? Und die Pfälzer an sich sind eigentlich alle sehr freundlich. Auch uneigentlich sind sie sehr freundlich. Total. Ich war sogar mit ihnen in der Sauna, hab mich unterhalten. Super. Auch Regisseur Thorsten Klein ist Pfälzer und hat die Geschichte um die 4 Jugendlichen auf mysteriöser Abenteuertour ganz bewusst in seiner Heimatregion angelegt. Es ist eine sehr schöne Vorstellung, dort einen Film zu drehen, obwohl es ja leider keine Filmförderung dort gibt, was es ein bisschen erschwert hat, aber weil auch die Produzenten und alle, die mitgearbeitet haben, nachdem sie es gesehen haben, sehr überzeugt waren auch von der Geschichte dieser Gegend, war es eigentlich dann sehr früh klar, dass wir es wirklich durchziehen. Und auch eine Hollywood-Größe hat Thorsten Klein für das Projekt gewinnen können. Anatole Taubmann, zuletzt Bösewicht bei James Bond und Captain America, ist begeistert von dem rheinland-pfälzischen Regisseur. Mein erstes Gefühl ist halt immer das Drehbuch. Lese ich diese Geschichte und die hat mich von Anfang bis Ende einfach gepackt. Und dann einfach so einen frischen, jungen Geist und dann mit seinem ganzen Konzept dahinter. Also das, die erste Begegnung hat mich dann wirklich auch vollends überzeugt, wo ich gesagt habe, wow. Ob das 3D-Thriller-Konzept aus Rheinland-Pfalz aufgeht, können die Zuschauer dann im kommenden Jahr selbst beurteilen. Dann kommt Lost Place in die Kinos.